Von allen Errungenschaften, die es gibt, ist wohl das Leben das, was uns am wertvollsten ist. Und mag das Leben auch noch so elend und erbärmlich sein, so will der Mensch es dennoch behalten. Bis zu unserem letzten Atemzug wollen wir das Leben leben. Weshalb essen wir? Weshalb schlafen wir? Damit wir leben können. Warum streben wir nach Besitz, nach Geld und nach Anerkennung? Das wissen wir schon sehr wohl. Aber warum leben wir? Na eben um des Lebens willen. Das Leben ist uns über alles so wertvoll, dass wir schon allein um seiner selbst willen es leben wollen. Selbst der ärmste Teufel will es nicht verlieren. Aber das als Antwort reicht uns noch nicht ganz. Die letzte Antwort lautet: Wir leben, weil das Leben direkt von Gott kommend in uns flutet. Weil es direkt von Gott kommt, ist es so edel und einzigartig, dass ein jeder es leben will. Und was ist das Leben? Es ist die Anwesenheit Gottes in unserem Leben. Und weil unser Leben Gottes Dasein ist, ist Gottes Dasein auch unser Dasein. Und die Wahrhaftigkeit Gottes auch unsere Wahrhaftigkeit. Mehr ist das nicht, aber auch nicht weniger. Das ist mehr oder weniger schon alles.